Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zurück, ein neues Video. Hi, ich bin die Chami. Was geht ab? Schön, dass du da bist. Heute machen wir nämlich mal ein ganz anderes Video, eine ganz andere Art von Video. Ich bin herbe gespannt. Wir nehmen nämlich heute die Kati vom Kanal Contra Junkie auseinander. Wir haben heute ein Auge auf dich. Ich habe Kati angeschrieben und sagte, ey du, ich habe eine Videoidee, darf ich die auch umsetzen? Erzähl, was hast du vor? Ja, ich habe Bock auf eine Reaction auf dein Danessa Myricks Video. Warum? Erstens war ich total gespannt auf ihre Meinung. Wirklich, ich habe so lange, wahrscheinlich wie wir alle, so lange auf ihr Upload gewartet, bis sie alle Produkte hatte von Danessa Myricks für ein Full-Face-Make-up. Und dann kam das online und ich so, was? Das musst du dir auf jeden Fall direkt angucken. Scheißegal, ob auf Arbeit, beim Kacken oder sonst wo. Jetzt erstmal reinklicken. Denkt an die Watchzeit immer laufen lassen. Erstmal war ich total auf ihre Meinung gespannt. Danessa Myricks beliebäugig auch. Allerdings sind deren Produkte sehr, 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 sehr hochpreisig belastet. Sagt man das so? Ich finde es echt krass teuer und ich glaube für so Normalsterbliche gar nicht groß tragbar. Aber ich habe ein paar Goodies da. Ein paar sind selbst gekauft, ein paar sind im PR gekommen. Ich bin richtig froh darüber. Danke an Purish an dieser Stelle. Ich freue mich total, in der Purish-Familie zu sein. Ich habe auch immer einen Rabattcode. Die wechseln ja immer monatlich auf diverse Marken. Auf Instagram findet ihr immer die aktuellen Marken aufgelistet, wo die Codes drauf gelten. Meiner ist Tami15. Ich blende das einmal hier ein und unten ein Link. Ist ein Affiliate-Code. Könnt ihr auf jeden Fall sehr, sehr gerne mal vorbeigucken, weil da kam mir dann auch die Idee von wegen, es ist ja Black Friday. Die Black Week. Dann die Kombo mit ihrer Meinung, mit ihrem Video, fand ich einfach genial. Ich habe ein paar Goodies da, ich habe nicht alles da. Ich bin auch froh, dass sie nicht, wer weiß, wie krass die herbste Palette hat in diesem Video. Die ganz neue, das ist das Video von ihr, ist schon etwas älter, kam mir jetzt auch vor kurzem raus. Was ist das, 110 Euro oder noch mehr? Oder warte, ich gucke schnell nach. Boah, da war ich ja noch richtig human mit meinen 110 Euro. Hier einmal die Lightwork 4, die Palette, die aktuelle neueste. Und die ist wirklich richtig krass, Next Level. Oh mein Gott, hätte ich das Geld, ich würde mir die direkt kaufen. 159 Euro, auch wenn wir darauf 15% sparen können, manchmal sogar 20. Die Kati hat ja immer wieder geile Aktionen mit Purish am Laufen. Gerne auch da vorbeigucken. Alle Links unten in der Videobeschreibung. Hier, die davor, die kostet 109 Euro. Das wäre denn in die Palette. Spricht mich gar nicht so persönlich an. Ist eine schöne Palette. Aber die für 159, das scheint einfach als Next Level. Oh mein Gott. Also, man sieht, die Preise sind sehr hoch. Auch wenn das geiler Shit ist. Keine Ahnung. Braucht man es nicht. Ist es nur haben wollen, wie oft benutzt man das? Ich als ganz normaler, kleiner Arbeitnehmer kann mir das eh nicht leisten. Von daher, ciao. Nichtsdestotrotz, ein paar Produkte haben wir hier. Und ich würde mal sagen, wir starten jetzt. Und Kati, stell dich vor! Hey Lieben und willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute kommt nach Monaten des Wartens und Verschiebens endlich das Full Face of Danessa Myricks Beauty. Ich habe mich ewig drauf gefreut. Ihr habt euch ewig drauf gefreut. Ja, wir haben uns auch ewig drauf gefreut. Das ist Kati. Hi! Sie ist wunderschön. Ich gucke sie schon echt jetzt eine Weile und ich finde, sie ist ein ganz toller Content-Creator, eine ehrliche Haut. Und dann gucken wir jetzt einfach mal rein, was sie sagt. Sie erzählt noch gerade etwas über Danessa Myricks, weil sie das so schön erklären kann. Knüpfen wir auch da direkt mal an. Wer ist diese Danessa Myricks? Und zack, war die ja wirklich einfach da, für mich auf jeden Fall. Und ja, hör mir auch immer rein, was sie sagt. Danessa Myricks ist eine Make-up-Artistin, die hat diese Indie-Brand Danessa Myricks Beauty gegründet. Sie ist eine schwarze Frau und seit über 25 Jahren in dem Business und hat natürlich Produkte rausgebracht, die gerade und besonders für Make-up-Artistinnen brauchbar sind. Ob das allerdings auch in einem Alltag tatsächlich nutzbar ist? Gut, der Look, den ich gerade drauf habe, sagt wahrscheinlich eher nein. Aber ob das nutzbar ist, das sage ich euch natürlich auch. Ich würde es tragen. Ich würde es so tragen, wie sie ihren Look hat. Ich würde es genau so tragen. Sie fängt an mit der Born. Da gucken wir nämlich jetzt rein. Sie fängt nämlich an. Und das war jetzt eigentlich mein Glück. Was ihr Pech war, war mein Glück. Ich habe nämlich beide hier, die sie auch benutzt hat, weil sie sind von ihr. Danke, Kati, nochmal, dass du an mich gedacht hast. Sie wusste, ich wollte sie unbedingt mal ausprobieren. Wir haben die Yummy Skin Foundation nicht da. Diese Serum Foundation, die haben wir nicht da. Wir haben aber die Balms da. Zwei Stück. Eine ist in meinem Make-up-Kit, in meinem Alltagsding drinnen. Und das eine
in der Farbe 1. Naja, auch da werden wir jetzt reinhören und dann werde ich euch auf jeden Fall noch meine Meinung dazu sagen. Es ist sehr spannend und sehr interessant. Wir haben zwei ganz verschiedene Hauttypen und verschiedene Favoriten, die wir gerne für unseren täglichen Gebrauch benutzen. Ne? Sie, ich bin lieber auf der matteren Seite, weil ich sehr ölig bin. Sie ist zum Beispiel sehr gerne so mehr dewy, glänzend, shine. Und da habe ich auch noch eine ganz tolle Foundation hier. Kathi, erinnere mich dran. Die könnte was für dich sein von Be Perfect. Yummy Skin Balm. Balm hörte sich für mich so an wie so eine Art Pore-Minimizing-Base, was ich persönlich sehr gut finde. Ich habe ja trockene Haut und auch sensible Haut, dazu kommen wir übrigens auch gleich. Denn das Erste, was mir hier dran aufgefallen ist, ist, das Packaging ist zwar mega, aber die Inhaltsstoffe leider nicht. Ich habe von Anfang an einen sehr starken Geruch wahrgenommen, der nicht nur nach Eigengeruch des Produktes gerochen hat, sondern sehr stark nach ätherischen Ölen. Ja. Das ist so eine Sache. Das fand ich natürlich sehr fair und ehrlich, dass sie auch auf die Inhaltsstoffe drauf angeht. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, auch Alkohol ist drin und dann diese ätherischen Öle und dementsprechend riechen die Produkte auch sehr vielleicht streng oder sehr intensiv. Für mich muss kein Parfüm oder auch keine Öle in der Hinsicht da drin sein, weil das kommt auf mein Gesicht. Ich habe eher eine sehr empfindliche Haut. Jetzt sagte sie auch mit trockenen Stellen. Ich habe zum Beispiel um die Augenpartie ganz schlimm trocken. Und ich bin eigentlich hier sehr trocken und die T-Zone ist total wie eine Ölpfanne. Ich schwöre es euch, das ist bei mir total schwierig. Packaging, weiß ich nicht. Ich finde es nicht so schön mit den ganzen Fingerabdrücken da drauf. Dieses Hochglanz mag ich nicht. Ne? Wir haben hier die Farbe 1 in der Farbe. Also 1 und das ist dieses Universal. Zeige ich euch schon mal, ich mache schon mal auf. Draußen dieser Spachtel. Da weiß ich auch nicht, finde ich irgendwie auch doof, weil, ja, ich hätte es mir eher gewünscht. Ich glaube, der Putty Primer von Catrice, der hat das ja, dass das hier drin so wäre. Fände ich irgendwie doch wieder cooler und hygienischer für meinen Geschmack, aber das ist halt so unnötig, weil, ja, es erzählt jetzt nicht direkt wirklich was über das Produkt. Das ist jetzt einfach nur mal so, schon mal dieses Drumherum. Und die Farbe 1. Ich rieche hier was, aber... Hier rieche ich weniger. Ich rieche bei der Farbe 1 tatsächlich viel mehr als bei diesem Universal. Ich benutze das sehr gerne, das schon mal vorab. Ich muss vorab anmerken, am Anfang des Jahres hatte ich Corona und seitdem ist meine Nase nicht mehr die zuverlässigste. Wenn die Katja sagt, das riecht intensiv, dann wird das auch der Fall sein. Ich rieche Hundescheißhaufen oder andere komische Gerüche in dieser Art gar nicht mehr. Leckeres Essen teilweise. Ja, meinen eigenen Kackhaufen auch nicht mehr. Hat also seine Vor- und Nachteile, aber deswegen kann ich dazu gar nicht groß was sagen. Ich nehme ganz leicht was wahr. Aber das, was ich wahrnehme, stört mich nicht. Aber ich finde, es muss nicht sein, was man sich aufs Gesicht schmiert, dass das noch an irgendeiner Art Geruch hat. So, wie macht die Kathi das mit dem Balm? Balm soll ein pudriges Finish haben, wenn man ihn aufgetragen hat. Und das Packaging ist extra as fuck. Man hat hier oben diesen kleinen Löffel mit drin, damit man das eben so rausschaben kann. Man kann es auch mit den Fingern auftragen und das habe ich in verschiedenen Stadien auf jeden Fall ausprobiert. Universal sieht auf diese Art und Weise aus, also es sieht fast ein bisschen gelb aus. Wenn man es dann allerdings aufträgt, dann hat es eher so einen durchsichtigen Touch. Also diese gelbe Färbung sieht man nicht. Im Gegensatz zu Farbe 1, da kann man eindeutig sehen, dass hier ein bisschen Beige mit zugemischt wurde, um sozusagen auch so eine Art Foundation mit leichter Coverage dazu zu geben. Wenn man es anfasst, fühlt man direkt, dass es so eine Art Dimethicone und silikoniges Finish hat. Und wenn man es dann auf die Haut aufträgt, passiert was ganz Komisches. Also wenn man es dann verreibt, fühlt es sich tatsächlich nach einiger Zeit sehr, sehr pudrig an. Ja, es ist auf jeden Fall tatsächlich sehr interessant und das probieren wir jetzt einmal aus. Ich habe auch so ein bisschen rumexperimentiert, um zu gucken, was für mich der richtige Weg ist. Ich habe gemerkt, dass beide Produkte, obwohl sie irgendwie gleich sind, total unterschiedlich bei mir performen. Also ganz anders. Ich habe auch geguckt, weil Kathi für sich nicht den richtigen Weg gefunden hat, Finger, Sponge oder Pinsel. Ich bin mit dem Pinsel tatsächlich eher klar gekommen. Wir werden beide Farben jetzt einmal auftragen. Ich habe nur noch Feuchtigkeitscreme drauf und wir werden auf der einen Seite die Farbe 1 machen und auf der anderen Farbe Universal. Kathi sagt noch, wir können auch da noch was weiterhören. Sie hat halt geguckt, ob das ihre Poren minimiert. Dafür fand ich das eigentlich vom Effekt viel zu wenig.
ich fand diesen Universal für mich persönlich richtig gut für den ganzen Tag. Es hat auf jeden Fall meine Öle zurückgehalten. Funktioniert nicht mit jeder Foundation. Das war auch ein bisschen blöd, das herauszufinden. Zum Beispiel mit der Nabla. Realist Skin Realist hat sie nicht funktioniert. Aber mit der Dior hat sie funktioniert. Ich habe ja, ups, überall stoße ich mich, diese Pröbchen Forever Nude. Damit hat das sehr, sehr gut geklappt. Aber die Dior Foundation sind auch wirklich eine sehr, sehr gut schöne, wirklich tolle Foundation. Da hat das gut mit funktioniert. Mit der Farbe 1, es hat überhaupt nicht schön ausgesehen. Man konnte es richtig sehen, wie das sich abgelagert hatte. Also das war nicht schön. Nein. Dann gucken wir nochmal rein. Ich habe erstmal das hier aufgetragen, um zu gucken, wie dieser Pore-Blurring-Effekt, den ich mir erhofft hatte, damit funktioniert. Und muss sagen, es war in Ordnung, aber es war jetzt auch nicht irgendwie weltbewegend. Also mein Milk Blur Stick zum Beispiel finde ich dabei besser. Dann habe ich die Farbe 1 aufgetragen, erst auf einer Seite, um zu zeigen, wie gut es abdeckt bzw. nicht. Ich würde sagen, es ist eine Light to Medium Coverage. Kommt drauf an, wie sehr man es aufträgt. Und ich denke, man kann es auch noch ein Stück weit aufbauen. Also wenn sie da mit den Fingern so reingeht, das ist für mich erstmal so... Wow, krasser Scheiß, Alter, kommt da viel Produkt raus? Das fand ich dann schon sehr spannend. Was ich als Nachteil hier empfinde, ich gehe mal mit dem Finger rein oder ja, ich habe hier schon mal, ich filme euch das mal mit meiner Handykamera ab, überall Fusseln drin. Ich habe die auch schon mal versucht rauszuholen. Das ist natürlich, deswegen ist es schon, glaube ich, besser, wenn man den Spatel benutzt immer, weil diese Fusseln, die sind halt da drinnen. Es stört mich, weil auch wenn es meine eigene sind, ich habe sie ja dann später im Gesicht hängen. Ne? Das mag ich halt nicht so gerne. Und da habe ich für mich den besseren Weg gefunden. Tschüss. Mit dem Pinsel und dann aufzutupfen. Ich habe halt, guck mal, jetzt rieche ich das schon mal intensiver. Jetzt ist, wo ich sage, jetzt habe ich es gerochen. Diese ätherischen Öle. Sie sagt aber auch, dass sie keine Hautirritationen hatte, was natürlich auch richtig gut ist. Aber ich dachte halt, ist das cool. Wir haben jetzt zwei Meinungen, zwei Erfahrungsberichte in einem Video. Solltet ihr Bock auf Danessa Marks haben, vielleicht hilft dieses Video, euch das nochmal näher zu bringen. Wir haben so viele Angebote, dass ihr es vielleicht euch nochmal besser überlegen könnt. Ich kann sehr schlecht Empfehlungen aussprechen, weil es ist so individuell. Sie hat zum Beispiel auch für sich einen Tipp oder eine Idee, was für sie besser funktioniert und bei mir zum Beispiel gar nicht. Da handelt es sich um dieses gute Stück. Sie vergleicht das mit dem Aurora noch was, mit dem Primer. Und ganz ehrlich, der Nabla Primer, den habe ich verschenkt, weil der bei mir gebrannt hat auf der Haut. Und so geht das. Für sie zum Beispiel voll safe, gut, günstigere Alternative, tut's auch. Und für mich weiß ich, dass der von Nabla gar nicht, ja, der hat mir leider nicht so gut getan. Eingearbeitet habe ich die Seite und natürlich hat es ein bisschen meine Poren verringert. Das auf jeden Fall, aber für mich war nicht das direkt das Ausschlaggebende, sondern eher, weil das meine Öle, wie auch beschrieben, zurückgehalten hat. Darüber habe ich mich sehr gefreut, weil ich mich sehr schnell unwohl fühle. Ich versuche euch das mal mit meiner Handykamera auf dem anderen Handy festzuhalten. Auf der Nase sieht man nämlich einen Unterschied, dass es abmattiert ist und auch die Poren vergeringert hat. Jetzt hoffe ich, dass das Handy das nämlich fokussiert. Weil hier bin ich entlang gegangen und das ist ein bisschen feiner als auf der Seite. Hier sind die Poren etwas dicker. Hier was feiner. Ja, hier was feiner. Und drüben sind sie doch etwas dicker. Also den Universal, da ist auch schon der Boden. Den habe ich wirklich jeden Tag vor Beginn der Arbeit beim Schminken habe ich den aufgetragen und sehr gerne benutzt. So, weiter geht's mit der Farbe 1. Es ist wirklich ein sehr spannendes Produkt. Und wenn ich den jetzt so mache, fühlt sich das sogar ein bisschen, finde ich, sandig, seidig an und wird dann pudrig. Also es ist wirklich eine sehr, sehr, sehr interessante Textur. Ich werde es jetzt auch hier mit dem Pinsel machen. Was ist denn da los? Ey, jetzt gibt bloß ich den Geist auf. Und guckt mal, da ist auf jeden Fall, für mich ist das schon eine sehr
mittlere, gut mittlere Deckkraft. Und ich trage mir die mal auf der anderen Gesichtshälfte auf. Und ich kann jetzt schon sehen, dass die nicht schön liegt. Das sehe ich jetzt schon. Und auch das werde ich euch näher aufzeichnen. Und das finde ich total schade. Gut, ich habe Nachsicht. Es kann nicht alles für jeden funktionieren. Aber das war von Anfang an. Und die Kathi hat auch gesagt, ich kam überhaupt nicht damit zurecht. Und das war für Anfang an, war das so direkt, wo ich gesagt habe, boah, nee, das sieht nicht schön aus. Zumal wird die auch jetzt streifig. Also das ist bei mir, sitzt das oben drauf und dann rutscht das rumherum. Also ich platziere das, dann sitzt das und irgendwie das zieht nicht ein. Das rutscht nur so rum. Es ist überhaupt nicht schön. Nein, nein, gar nicht. Gar nicht. Nein. Gar nicht. Hier zum Beispiel habe ich jetzt ein paar Mal was aufgegeben. Da geht alles direkt wieder ab. Hier bleibt es hier total sitzen. So, in der Kamera ist es jetzt definitiv ein Unterschied, ne? Guck mal. Deckt gut ab. Deswegen ist es für mich persönlich vom Geschmack keine leichte Abdeckung. Es ist für mich schon eine mittle Abdeckung. Und auch hier versuche ich euch das so ein bisschen einzufangen. Überhaupt nicht schön. So, dann gucken wir noch mal, was sie noch dazu sagt. Drin ist. Danach habe ich es über das ganze Gesicht aufgetragen und muss sagen, es hat sich sehr unangenehm angefühlt. Davon ab, dass dieser Geruch nach ätherischen Ölen nicht rausgegangen ist, also egal wie lange das Produkt saß, muss ich auch einfach sagen, dass es sich eben durch diese Dimethicone-Textur sehr, 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 sehr ölig und pastos auf meiner Haut angefühlt hat. Also man hat das Produkt leider auf der Haut sehr gespürt. Vielleicht habe ich es auch falsch benutzt, vielleicht habt ihr da irgendeinen Tipp, wie ich es besser auftragen sollte. Ich habe tatsächlich bei Danessa Myricks Beauty mal geguckt, aber sie trägt es auch zum Beispiel entweder mit einem Pinsel oder den Fingern auf und ich habe beides ausprobiert und muss sagen, ich bin auf jeden Fall von diesem Produkt gar nicht begeistert. Nee, da gehen jetzt auch so gar nicht groß die Meinungen auseinander. Wie gesagt, mit dem Universal, das finde ich ganz toll. Es fühlt sich allerdings genauso irgendwie so an. Ich finde es hier noch so ein Pups schlimmer. Meine Hände fühlen sich halt auch ein bisschen schmierig an. Schon, obwohl das ja irgendwie so pudrig wird, hast du aber dieses, ja, wie diese ätherischen Öle, die so ein Gedönse halt auf dem Finger hinterlassen oder so, ne? Also, ja, ich mag es auch nicht. Leider kann ich es nicht so ganz gut euch zeigen. Auch hier, ich habe hier so viele Ablagerungen. Das ist so doof. Ich hoffe, ihr konntet es erkennen mit dem Handy. Das ist so schade. Auch hier ist es alles so unruhig. Also meine ganzen Poren sind einfach nur zu gestopft und gemüllt mit diesem Produkt. Es ist einfach, also die 1 ist voll für den Arsch bei mir. Und bei ihr. Okay. Kathi ist jetzt schon einen Schritt weiter. Sie greift jetzt zur Blush-Palette. Da fehlt natürlich noch einiges. Das heißt, ich mache jetzt einfach mein Make-up fertig. Greife zu einer recht günstigen Foundation, die wir uns alle irgendwie halbwegs gönnen können. Und mache mal meine Augenbrauen so ein bisschen. Und dann sehen wir uns zum Blush wieder. Da sind wir wieder, Freunde. Was habe ich gemacht? Einmal meine Augenbrauen nachgezogen mit der Pomade. Einmal von Nylenziot oder Nylenziot, weiß ich nicht. Und nach hinten mit Anastasia Beverly Hills, weil die dunkler ist. Vorne mit der Cool Bronze 219. Große Liebe, großer Fan. Hier sind alle meine Augenprodukte drinnen. Man mag es nicht glauben, aber so viele habe ich echt immer wieder im Wechsel in der Routine. Zeige ich euch super gerne. Durchgebuddelt mit diesmal heute dem Superglue von der Catrice. Und Foundation habe ich gemischt. 2 Stück von Wet n Wild. Mag ich unheimlich gerne. Gut, günstig, matt. Auch in der Dual-Version gibt es die Cultifree. Da unten ist das Slapping Bunny-Logo drauf. Glasflakon und das für so wenig Geld. Aber was mich mega stört, Freunde, ist dieser Spachtel, was weiß ich. Und ich finde, die stinkt. Und ich kann nicht sagen, wonach. Aber die stinkt. Dann auf jeden Fall lieber ätherische Öle. Na. Gesicht ist einmal gesettet. Und dann muss ich euch jetzt ehrlich sagen, fürs Video habe ich ein bisschen mehr jetzt aufgetragen, als wie ich das im Alltag machen würde. Ich merke es jetzt hier speckig und klebrig.
wenn ich das mit, also vom Effekt, aber was ich euch eben versucht habe zu zeigen, ich hoffe, es hat hier geklappt, das ist ja definitiv nach wie vor bei mir das Problem gewesen, ob wenig oder jetzt auch mehr. Aber mit der Universal, hier in der T-Zone, und hier habe ich es gar nicht gemacht. Dieses Universal, das ist mein Ding. Kathi, damit hast du mir persönlich eine große Freude mitgemacht. Ich mag es tatsächlich echt gerne. So, wir schwenken einmal zu der Blush-Palette und die habe ich auch. Da freue ich mich mega. Boah, ja, und auch die Kathi hat noch die Bronx-Palette. Sabba, 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 sage ich da nur. Also, the stage is yours, sagt man das so? Ich glaube, ich hätte mal lieber wieder die Klappe, oder? Ton an und... Als nächstes habe ich natürlich auch wieder die Blush-Palette benutzt und habe immer mal verschiedene Blushes benutzt. Bei dem Look von heute habe ich dieses Pink benutzt. Das mag ich tatsächlich am wenigsten von allen vier Farben. Die anderen benutze ich super gerne, auch miteinander vermischt. Also da kann man, ob man mit einem Stippling-Brush reingeht, ob man mit meinem Luvia Cosmetics-Brush reingeht, wie auch immer, kann man super gut auch untereinander mischen und dementsprechend sich eine eigene Farbe irgendwie custom shaden. Die hier mag ich sehr gerne, kann ich wirklich hundertprozentig weiterempfehlen. Ich mag nicht nur, dass die so unfassbar pigmentiert sind, sondern die lassen sich toll ausblenden. Die sehen auch auf ungeschminkter Haut, finde ich persönlich, sehr gut aus. Auch wenn ich das super, super selten mache. Ich mag das ja wirklich gerne, wenn dann full, full face glam zu machen. Und sie hat sie auch in der Bronzerfarbe. Oh mein Gott. In der Bronzerfarbe sagt sie, ist so ein bisschen 50-50, zwei dunkle Farbe, wo sie sagt, da kann ich nicht so viel mit anfangen. Die sind mir wahrscheinlich zu dunkel. Wirft in den Raum aber vielleicht für die Augenpartie. Ich habe auch an die Lippenpartie noch gedacht. Weiß ich nicht, das können wir auf jeden Fall alles noch ausprobieren. Auch wenn ich die Palette hier nicht habe, wir haben die da und es geht irgendwie ein bisschen rauszufinden mit der Konsistenz. Klappt das und so? Ich finde es herbe, geil, dass wir dieses Video so auseinandernehmen können. Ihre Meinung? Ich finde das so klasse. Kathi ist für mich ein super Schminker und wie gesagt, bei Danessa Marwix einfach so genial, geil, krass, individuell ist, aber auch so, so hochpreisig. Dachte ich, komm, wir müssen doch nochmal so ein Video machen, gerade jetzt. So viel Angebote und vielleicht... ist das ein oder andere ja noch dabei, was du dir noch kaufen willst und vielleicht helfen dir einfach die Meinungen, weil ich gucke das immer gerne bei anderen, wo ich denke, das kann mit meinem Geschmack, mit meinem Hauttyp und alles so, ja, passen. Warum rede ich wieder so viel? Wir tragen einfach mal zusammen etwas Blush auf. Ich bleibe da jetzt einfach bei meinem Foundation-Pinsel, hol euch mal ein Stück näher ran. Und kann mich natürlich farblich gar nicht so entscheiden. Ich bin am liebsten immer in dieser Partie. Pink bin ich auch nicht so wirklich für, aber diesen movigen Ton finde ich auch richtig geil. Können wir ein bisschen mischen, vielleicht können wir ja nach außen ein bisschen dunkler gehen in diesen Ton. Ja, hinten stehen die Namen drauf. Ja, Packaging, einfaches Plastik, mega flach, super geil für Make-up-Artists. So in die Tasche, du kannst alles mischen. Also es ist wirklich gut überdacht, wie das alles so funktioniert mit den Paletten auf jeden Fall. Obwohl ich dieses Plastik ein bisschen billig finde. Gut. Ich fange lieber immer ein bisschen heller an und gehe dann nach außen dunkler. Und wir machen jetzt einfach mal so in beide. Bisschen was auf dem Pinsel, bisschen ist gut. Und ich starte einfach mal hier vorne. Da kommt schon das Pigment und tupfe mir das jetzt ganz vorsichtig auf meine Base, über die Nase, das mag ich sehr gerne immer. Und ja, was ich sagen kann, die Verarbeitung der Produkte, die zumindest ist es so easy, so einfach. Das macht viel Spaß. Aber macht es doch immer mit einer leichten Hand. Man weiß ja nie, ob man sich darunter die Base nachher noch zerstört oder zerrutscht, weil dieses, ja, dieser Wollen, es fühlt sich halt ein bisschen glitschig alles an. Ne? Wäre richtig miese. Guck mal. Ganz easy, einfach, zack. Wunderschön. Sehr natürlich, ne? Das schmilzt ja ineinander einfach. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Streifen. Ich bin sehr soft. Sehr smooth. Ich finde das so hübsch. Diese Palette hat für mich hundertprozentiges Go. Für meinen Anspruch, für meine Bedürfnisse, für, ja, für das, was sie macht, machen soll. Es funktioniert bei mir. Und das finde ich cool. Zwei Meinungen, die direkt so voll gleich sind wieder und so voll, vor allem wieder.
Eben waren wir es ja mal nicht annähernd. Aber was soll ich sagen? Fresse halten und schminken wollen. Jetzt gehen wir in das Dunkle, habt ihr gesehen, ich bin da so ein bisschen rein. Und ich gucke jetzt mal. Wow. Wow. Und wie schön lässt sich das bitte ausblenden? Seht ihr das, Freunde? Seht ihr das? Dann denkst du erstmal so, boah, fuck, Alter. Nee, gar nicht. Überhaupt nicht. Kein bisschen, ey. Ich sag euch direkt, das wird hier kein Look, was ich nachher abfotografieren werde. Das wird jetzt einfach, wir probieren alles aus und durch und machen irgendwas, was wir hier haben an Produkten und gucken, dass wir das meistbeste hier rausholen können, um uns einfach noch viel mehr Meinung bilden zu können, damit wir spielen jetzt einfach mal rum. Bronzer habe ich ja keinen, habe ich mir auch nicht aufgetragen, benutze ich jetzt auch nicht von einer anderen Marke. Ich blende mir hier einfach so ein bisschen Blush überall hin. Geil, liebe ich. Funktioniert super. Freunde, super. Und es sieht echt schön aus. Ja gut, die Base ist zerschossen. Hier unten fängt es an, überhaupt nicht schön auszusehen. Das wird jetzt richtig so crusty einfach. Aber guckt mal hier. Es ist so schön einfach. Also wirklich. Nächster Step, bitte, Kathi, du bist dran. Und dann habe ich noch eine Palette ausprobiert, die ich vorher nicht kannte. Und das ist eine Highlighting-Palette. Hier haben wir 6 verschiedene Highlighter-Shades, was ich ganz schön finde, denn sie haben auch ganz unterschiedliche Qualitäten. Der hier ist zum Beispiel auch dunkel genug, um auf dunkler Haut gut auszusehen. Den hier habe ich heute aufgetragen. Das ist so leicht gelblich. Fast schon ein bisschen zu dunkel für meine Haut, aber es geht noch. Und hier haben wir diesen wunderschönen silbernen Shade. Und die habe ich bei meinem ersten Versuch mit der Foundation, die viel zu hell war, einfach über mein ganzes Lid gegeben und daraus eben einen Augenlook gezaubert. Man muss natürlich dazu sagen, dadurch, dass es eben solche sehr cremigen Shadows sind, kann man die nicht ganz alleine stehen lassen. Also das geht dann nachher, rutscht hier in die Crease mit rein. Dafür sind sie aber auch nicht gedacht. Aber als Cream Highlighter kann man sie wunderbar benutzen und sie sind wirklich unglaublich reflektierend, also super, super schöne Shades. Ich finde, da sind auch schöne verschiedene Farben mit drin, mit verschiedenen Qualitäten. Also ob wir nun dieses krasse Silber hier haben, das kann ich euch auch noch mal eben swatchen. Das ist tatsächlich so ein Shade, den ich halt auf dem Auge richtig, richtig schön finde und dann halt einfach setten. Als auch die anderen, die ich auch als Inner Corner Highlight heute benutzt habe, das seht ihr später noch. Wirklich eine tolle Palette, lässt sich toll mit den Fingern arbeiten, das mag ich ja sowieso gerne und mache ich bei meinen anderen Liquid Highlightern auch. Und was sehr schön ist, alle Produkte von Danessa Myricks sind halt extra so verpackt, dass man zuerst denken würde, okay, das Packaging ist mega langweilig, aber sie sind super flach, damit sie eben in einem Make-up-Kit, in einem Travel-Bag nicht zu viel Platz wegnehmen. Genau. Aber da muss ich sagen, ich sagte ja, die finde ich so ein bisschen billig und keine Ahnung. Und die finde ich ja, ne, mit diesem Milchgedöns hier vorne in Optik und mit diesem Schwarz. Und Alter, gut, da bin ich jetzt nicht ganz freund, lieber so eine Klapppalette. Aber wie cool ist das bitte, dass man hier so ein Magnetgedönse hat. Ich werde nochmal einen Swatch machen und dann blende ich euch das nochmal ein. Aber ich bin schon da total eins mit Kathis Meinung. Es ist eine traumhaft schöne Palette. Und das ist immer dann, denke ich, so im Internet schade. Man sieht was und denkt sich so, ja, das, manchmal kommen die Sachen einfach gar nicht so rüber, wie sie in echt sind. Und das ist für mich vom Internet total unterschätztes Goodie. Wirklich. Also die sind super creamy. Es ist... Also ich habe dafür auch gar keine... Wow, richtige Bezeichnung. Guck mal, das sind jetzt schon mal die ersten 4 Farben hier oben. Guckt mal. Oh mein Gott. Der ist heller. Dann haben wir den Pink. Guckt mal. Seht ihr das, wie schön die sind? Oh mein Gott. Es ist so krass. Die sind so schön. Wie Butter. Wie Butter. Hm.
weil wir heute hier sind, um halt rumzuspielen, Freunde. Mit Silber kann man nie was falsch machen oder so. Ich würde jetzt gerne diesen Rosé-Silbernen mische ich jetzt mal mit dem da drüber. Und gib mir das erstmal. Oh! Okay. Siehst du das? Gut, das arbeiten wir jetzt erstmal in den Pinsel etwas ein am Handrücken. Und wenn du denkst, du kriegst das schlechter verblendet, weil sich das so komisch setzt, ich habe es ja gesettet, geh mit den Fingern einfach nochmal drüber. Durch die Körpertemperatur und so, dann schmilzt das nochmal was einfacher weg. Guck mal, jetzt haben wir es schön natürlich abschwächen können. Und das ist ja auch krass, ne? Es bleibt ja nicht so, ne? Das war ja gerade so super, puff, peng, ne? Wasserkati, seht mich von da oben. Ich hoffe, du kannst uns hier von Köln bis Bremen sehen jetzt. Ich gehe jetzt nochmal mit dem Finger rein. Und intensiviere das jetzt einfach nochmal so ein bisschen. Und auf der anderen Seite möchte ich jetzt einfach mal dieses Gelb probieren. Hübsch, ne? Ist scheiße hübsch. Guck's dir an. Und wir kriegen es ganz natürlich ausgeblendet. Und das, finde ich, Freunde, ist ja so mit, was der Make-up-Artist ja mit in sein Produkt gibt. Du kannst es so krass machen, du kannst es aber auch ausblenden. Das ist einfach, finde ich, sogar auch anfängerfreundlich jetzt bei der Palette. Ihr habt es gesehen, ihr müsst aufpassen, ne? Du kannst dir das natürlich so voll... Pff, aber seht ihr, wie einfach? Wir haben es jetzt mit dem Pinsel. Wir machen es mal mit dem Pinsel. Ich mache erstmal ein bisschen sauber hier. Großflächiger. Es geht auch. Du kannst es aufbauen. Aber wir haben es ja eben auf der Seite gesehen. Da kannst du ja schon direkt so... Ja, seht ihr, da kommt's. Einen krassen Schein, ne? Du nimmst nochmal dein Fingerchen. Ich finde es halt dann schöner, wenn es was weicher ist. Und dann verschmilzt das so durch den Finger. Seht ihr? Und schon ist es wieder abgeklungen. Ne? Faszinierend. Blush-Palette, Highlighter-Palette, Freunde. Für mich eins der schönsten Sachen in meiner Schminksammlung. Ohne Scheiß. Und wie schön sieht das aus. Wir können ja jetzt hier vorne das Silber mal machen aufs Näschen. Muss man mögen. Wäre jetzt natürlich für den Inner Corner richtig schön. Vielleicht mischen wir das nochmal hier. Ich und mein Lippenherz, das muss immer gehighlightet werden. Was ich euch noch mit in meinem Video anbieten kann, das habe ich mir mal so ausgesucht, das Louis Red Balm. Den fand ich auch sehr interessant. Gerade für dieses Skin Glazing, ja, wie Glas aussehende Haut, strahlend, nass, dewy. Ja, das fand ich sehr interessant, das Produkt. Und das habe ich gefragt, ob ich das haben darf. Das ist so ein durchsichtiges Ding. So sieht es aus. Hier oben ist das nur so ein bisschen verspielter. Ich hätte es jetzt zum Beispiel schöner gefunden, wenn das auch richtig glatt ist, damit man was drüber legen könnte zum Stiveln. Und das ist so ein durchsichtiges Dewy Wet Balm. Und das tragen wir jetzt auch noch zusammen auf. Dann könnt ihr euch hier drüber nämlich auch noch, hier drüber, hier über, hier, hier, von diesem Produkt euch direkt auch noch ein Bild mitmachen. Da gehe ich auch mit meinem Finger rein. Seht ihr dieses Nasse? Hier nicht. Und hier ja. Das ist dieser Dewy Wet Balm. Und gut, wir haben ja jetzt hier schon viel Schein, aber ich fand, dass man den dadurch nochmal intensiviert, weil dieses Nasse nochmal
von den Reflexionen und dem Licht nochmal zurückscheint. Und das würde ich immer mit den Fingern auftragen, weil das ist so creamy. Da hätte ich nämlich dann Angst, dass ich mir die Base zerschieße. Und dann würde ich es ganz vorsichtig machen. Und ich finde auf jeden Fall, dass da nochmal viel mehr Bewegung reinkommt. Vielleicht können wir es auf der Nase nochmal machen. Vorher. Nachher. Seht ihr? Ich mag das Produkt sehr gerne für einen natürlichen, schönen, strahlenden Effekt. Das ist allerdings für mich nicht was für im Alltag. Das sind halt die Sachen, also die auf jeden Fall. Man kann es natürlich schön dezent machen. Aber das ist jetzt wieder, wo ich sage, da gehe ich dann auf mein Foto, da mache ich jetzt voll den Look und dann will ich das ablichten und bei mir, bei Instagram für euch, für mich mit ins Feed hochzuladen, da würde ich halt eher danach greifen. Das ist so für mich schon mal so spezieller einfach. Katja, erzähl uns, womit du auf jeden Fall richtig gut klargekommen bist. Womit ich dagegen sehr, sehr gut klargekommen bin, ist mit einem Augenprodukt, also neben den Chrome Flex, die kennt ihr ja schon von mir, die kann ich euch wirklich ans Herz legen, was ganz, ganz Besonderes, sind die Twin Flames. Das ist eine Liquid Eyeshadow Formula, die ich so noch nie gesehen habe. Also das ist das, was ich hier auf dem Auge habe. Auch hier wieder super schönes Packaging, die Farbe ist wunderschön, das ist True Love. Das ist so ein Duochrome oder eher Multichrome, in dem lila, Gold als auch Grün mit drin ist. Und ich habe zuerst versucht, mir da mit einem Liner zu ziehen, aber ihr wisst, ich bin keine Liner Queen, deswegen hat das nicht so gut funktioniert, beziehungsweise hat sich einfach wegen meiner Schlupflider hier oben abgestempelt. Ich glaube, als Liner an sich ist das auch schon echt spektakulär, wenn man dann halt wirklich sonst einen sehr, sehr schlichten Look hat, aber dann halt so bang, boom, bang den Eyeliner drauf haben möchte. Es funktioniert auf jeden Fall, aber wie gesagt, hat sich das hier ein bisschen abgestempelt. Ist ja aber auch klar, bei Schlupflidern passiert das leider öfter. Ja, das kann ich auch so wieder absegnen. Das hat sich bei mir auch abgestempelt. Die Sachen müssen erstmal trocknen. Ich habe auch einen Look damit gemacht und auch einen Liner hier mitgezogen. Ihre Farbe finde ich einfach nur pervers geil. Dieses Dunkelblau. Irgendwo gleich macht sie so. Und da müsst ihr ganz genau auf ihre Bewegung gucken. Diese Reflexion von diesem Multichrome ist einfach nur kranker, geiler Scheiß, Freunde. Also wirklich. Sie sagt auch, dass der Preis auf jeden Fall dem wert ist, wer da Bock drauf hat. Sie sagt auch, sie möchte gefühlt alle haben. Ja, ich bitte auch. Und ich kann das auch nur auch so wieder absegnen. Es ist ein ganz tolles Produkt. Obsession und auch die Chrome Flex. Freunde, es ist einfach nur geiler Scheiß. Ich werde das mal hier auf mein Handtuch legen und euch mal besser abfilmen. Wir haben hier den Twin Flames. So schön, so schön. Das ist unglaublich schön. Und dann haben wir hier zwei Chrome Flakes. Flakes. Ich muss euch sagen, das eine habe ich mich so schockverliebt. Das ist die Farbe Fireball. Der hier. Es ist so unheimlich schön. Das ist der hier ganz außen rechts ist. Komm schon, fokussieren. Ich habe mich da direkt drin verliebt. Mach schon. Genau. In der Mitte, das ist Pride, die Farbe. Das war in der Mystery Box drin. Pride von Maxim war doch da was. Und da ist der Twin Flakes. Und je nachdem, wie das Licht dann da einbricht, seht ihr, es ist einfach von so einem Grün, Türkis, in so ein Gold. Also sensationell. Auch hier die Flakes. Und die leuchten, ne? Das ist ja eine Leuchtkraft. Ja, damit kam sie auf jeden Fall super zurecht. Da gucken wir uns jetzt erst nochmal an, was sie noch zu dem Twin Flames zu sagen hat, weil das ist halt sehr interessant. Und ich habe auch noch die Color Fix, drei verschiedene. Und das ist auch für mich richtig guter. Kack, wollte ich schon wieder sagen. So. Ich muss wirklich sagen, wenn sich das Ding einmal settet, dann ist das gesettet. Guckt euch das mal an. Ja.
Wisst ihr, wie hart ich da drüber reibe gerade? Da passiert ungefähr nichts. Und ich meine, so doll reibt ihr ja hoffentlich nicht auf euren Augen. Also natürlich geht ein bisschen Produkt ab, aber das sitzt halt bombenfest. Ja, das kann ich auch sagen. Wenn die Sachen einmal getrocknet sind, das muss jetzt kurz noch ansetzen. Ja, das ist natürlich auch ein Riesenvorteil. Aber ich habe auch gemerkt, ich habe einmal zu viel aufgetragen und dann hatte ich Klumpen und bröselig. Also seid erstmal sparsam, sowieso, weil es viel Geld ist, ne, mit dem Auftrag. Lasst es sich setzen, dass es trocknet. Und wenn ihr nochmal möchtet, so ein bisschen punktueller, weil ich hatte leider zu viel mal benutzt und dann ist das so crusty geworden. Und ja. Wenn es einmal trocken ist und sitzt, dann sitzt das auf jeden Fall. Die Color Fix, Freunde. Eine große Liebe von mir. Und ich habe sogar zwei jetzt im Rennen, wo ich mich nicht entscheiden kann. Weil hier, der hier, die Farbe Blackout, hat Konkurrenz bekommen von den neuen Suva Painting Tuben Dingern hier. Und Opaques heißen die. Ich ziehe nämlich nur mit solchen Sachen mir einen Eyeliner. Ich kann keinen Eyeliner-Stift vertragen, nicht wegen Hautdings da, weil ich kann es einfach nicht mit diesen Filzstiften. Es geht einfach auch nicht. Ich brauche ein flüssiges Produkt und einen Pinsel und dann kann ich mir erst einen Liner ziehen. Anders funktioniert es bei mir nicht. Warum? Ich habe Schlupflider, ich habe unebene Haut. Man merkt, man wird älter, man hat hier Unebenheiten und ich brauche eine gewisse Konsistenz, damit ich schön zwischen den Lücken ziehen kann. Und das zeige ich euch gleich und das machen wir mit aber dem von Danessa. Und dann gucken wir, was wir jetzt so ein bisschen an Augen-Make-up haben, wo wir uns austoben können. Drei verschiedene habe ich. Ein geiles Orange, das ist die Farbe Karott Top. Und wir haben Alien. Und Freunde, ich sag's euch, bei Danessa Myricks weniger ist definitiv immer mehr bei ihr. Ich habe jetzt hier noch Foundation und Concealer-Reste drauf. Das lasse ich jetzt auch so. Mache jetzt keine Base noch zusätzlich. Wir haben ein bisschen. Ich finde, die beiden Farben harmonieren ziemlich gut. Mit einem kleinen Tropfen aus der Tube auf meinen Handrücken. Das ist schon zu viel. Und dann setzen wir uns das mal noch hier hinten. Lässt sich schön leicht ausblenden. Ich bin eher Team Tupfen. Und dann irgendwann wische ich mal ganz wenig. Aber nicht dieses typische. Ich bleibe da so ein bisschen eher punktuell immer. Heftig, oder? Und es lässt sich auch noch so schön leicht soft ausblenden. Würde ich jetzt nicht zwingend als anfängerfreundlich bezeichnen, das Produkt. Jetzt bei sowas, es bedarf ein bisschen Übung. Man kann sehr schnell zu viel haben. Dann weiß man vielleicht nicht, wohin mit dem Produkt. Und dann gebe ich mir das mal jetzt hier unten an die Wasserlinie entlang. Dann blenden wir uns das aus. Das ist alles mit dem einen kleinen Fleck auf dem Handrücken. Und jetzt möchte ich gerne den Color Fix benutzen. Und ganz ehrlich, das finde ich ist auch ein Alltagsprodukt. Also für mich sind viele solche extremeren Farben oder Formulierungen alltagstauglich, weil ich mag halt auch gerne Farbe tragen. Und je nach Mut und je nach Selbstbewusstsein, was ich am Tag mit mir mitbringe, komme ich damit auch gut rum. Und der hier aber, wenn du einen ganz neutralen Unterton hast, braun oder sowas, was Nudiges, und tupfst ihn nur zentral in die Mitte auf. Guck. Das ist einfach traumhaft. Ich habe jetzt hier einfach aus meiner Kiste was rausgeholt. Das ist die Dominique Cosmetic Palette, die Coral Blossom. Und die hat hier so einen wunderschönen braunen Ton drinnen. Davon nehme ich mir jetzt mal was ab. So. Jetzt nehme ich mir nochmal ein bisschen Color Fix auf. Dann nimmst du das hier auf dem Pinsel ganz wenig. Und wenn du dein ganzes Lid so hast, ne? Und du machst dann hier so
nur als Halo. Vorne so ein bisschen. Kann man das erkennen? Ich drehe mal meine Hand. Guck mal. Ganz sachte, so ein bisschen drüber. Ganz wenig. Es ist einfach so schön. So schön. Das harmoniert einfach so schön. Weil es erschlägt nicht. Das ist einfach, wie das Licht dann auf da drauf scheint, bricht dir da so ein Schimmer Glitzer entgegen. Oh. Warum benutze ich das so selten? Weißt du was, ich packe das mal mit in meine Bag da rein. Das geht so nicht weiter. Und jetzt machen wir das, was die Kathi auch gemacht hat. Die hat sich nämlich von diesem schönen Highlighter was in den Innenwinkel gesetzt. Und das machen wir jetzt auch. Dann würde ich sagen, wir nehmen jetzt einfach auch den pinken. Boah, ist geil. Und jetzt zeige ich euch meinen Eyeliner, den ich halt immer mache, wie ich ihn mache. Entweder halt von Suva oder von Danessa. Ein bisschen auf den Handrücken. Ich nehme meinen Augenbrauenpinsel, weil das ist wirklich für mich einer, wo ich am besten mit zurechtkomme, weil der vorne sehr schmal zuläuft. Das ist einer von Anastasia Beverly Hills. Ich nehme ein bisschen Pigment auf und jetzt guckt Freunde ganz genau hin. Ich versuche im Bild zu bleiben. Und stempel mir das dahin. Und nachher, wenn ihr nach unten kommt und ihr habt Schlupflider, schließt nicht, also guckt nicht direkt so nach oben. Lasst das Auge ein bisschen geschlossen. Schließt es lieber ein bisschen erst, damit ihr nicht eine Abstempelung habt. Das Zeug ist flüssig, das muss ich halt auch erstmal setzen. Und dann beim offenen Auge ziehe ich mir das hier rein und male mir hier direkt die Lücke aus. Und weil das Produkt halt was flüssiger ist, geht das in die Unebenheiten hinein, in meine alte Wabbelhaut. Und somit bekomme ich eigentlich eine sehr schöne gerade Linie gezaubert. Was du auch machen kannst, ist natürlich sehr hart in Schwarz immer. Aber wir könnten uns hier unten noch ein bisschen was ausrauchen. Das geht auch. Also Fazit, wir bekommen eine klare Grafik-Liner-Linie hin und wir können auch nach unten ganz einfach ausrauchen. Sprich, die Sachen lassen sich gut verblenden. Weniger ist mehr, Freunde, wirklich weniger ist mehr. Es funktioniert super. Das Orange ist in einen Hauch von nichts ausgeblendet. Das Schwarz jetzt hier unten, es ist gar nicht so hart, der Liner. Seht ihr, da habe ich jetzt so ein paar Wellen drinnen und das korrigiere ich mir immer noch mal nach. Perfekt. Also vielleicht sind wir uns einig, wenn ich sage, die drei können wir doch mal erfolgreich auch absegnen, dass die Sachen gut bei mir persönlich jetzt auf jeden Fall funktioniert haben. Ich konnte sie euch in Action zeigen, dass es klappt und dass man vielleicht nur sehr, sehr vorsichtig sein muss, um was Natürlicheres zu erzielen. Das sind 1:1 die Farben von der Intensivität, wie du die hier auch in der Tube siehst. Nur, ja, nee. Also so krass dann bitte nicht, dann lieber so ein bisschen so, ne? So. Ja, das finde ich ganz cool. Aber wir haben ja auch noch die Chrome Flakes und wir haben ja auch noch Twin Flames. Ich kann mich nicht entscheiden. Die Farbe Pride ist natürlich sehr krass, sehr heftig. Ich möchte schon irgendwie gerne was machen, zeigen, was sich im Alltag gut vertreten lässt. Ich packe ihn auf Seite. Ich liebe ihn einfach so sehr. Das ist halt auch ein richtig gutes, geiles Stück, wirklich.
Im Prinzip, man könnte sowas machen, wie die Kati im Video gemacht hat, einmal über das ganze Lied und das jongliert in so vielen tollen Farben. Also es ist einfach eher, finde ich, ein Eyecatcher für auch was Großflächigeres. Wollen wir nicht einfach bei ihm hier bleiben, bei die Farbe Fireball ist manchmal so schwierig, dass ich euch das nicht so direkt fragen kann. Und ich reiz jetzt doch einmal was zu machen mit so einer Palette nochmal, um vielleicht bildlich das besser darstellen zu können, was ich meine. Gut, wir gehen einfach mal in die Farbe rein. Vielleicht machen wir das auch noch. Ist das jetzt der Pinsel von eben mit dem Orange? Könnte sein, ne? Ist ja auch Orange dran. Wir gehen in dieses Pink. Wir sind jetzt mal mutig. Wir gehen in das Pink und hauen uns das jetzt hier einmal hin. Hier hauen wir uns jetzt einfach mal das Pink hin und gucken, ob der Gedanke von der Kati auch funktionieren könnte. Alles kann, nichts muss. Was bei ihr klappt, klappt bei mir nicht. Umgekehrt genauso. Siehe mit diesen Bäumen. Das sieht schon mal hervorragend aus. Wieder in einen Hauch von nichts blendet sich das, ne? Mega, mega. Freunde, ich möchte es aber mal probieren, weil es reizt mich in den Fingern. Es reizt. Misch. Nehmen wir die Side-by-Side-Palette von Nabla und gehen jetzt einfach mal in ein Braun rein. Mich schlacht dieser Ton an Beauty Mark. Ganz vorsichtig. Es ist eine Sticky Base. Man könnte es vielleicht jetzt auch erstmal vorher setten mit einem transparenten Puder. Ich traue mich jetzt einfach mal so. Dann gucken wir mal, ob sowas gehen würde. Lidschatten und diese Cremesachen. Ich wechsle wieder und gehe noch mal hier rein für unten drunter. Sieht das erstmal aus? Schaut mal. So jetzt erstmal spontan, ne? Alltag raus, komplett viel zu viel Arbeit. Ich bin so am Aufpassen, aber jetzt spontan. Ich weiß auch nicht, also hier mit dem Quießen, wir haben wenig gemacht, das könnte über ein paar Stunden sich vielleicht auch noch ändern, aber es geht erstmal gut. Das setze ich, das ist gut. Da hätte ich jetzt natürlich durch dieses cremige, glänzende Angst, dass das natürlich, ich sehe ja auch schon hier meine Falte, da ist Bewegung drin, das wird natürlich schneller irgendwie rutschen. Ich bin da auch nicht der Pro drinnen, um das alles vermeiden zu können. Aber erstmal, guck mal, das Pigment von der Lidschattenpalette hat sich ganz einfach schön trotzdem mit reinblenden lassen. Und es funktioniert, ne? Und jetzt setzen wir uns den Crow Flag vorne in den Inner Corner. Guck mal, wie schön. Und ja, es sind Flakes, es sind unterschiedliche Größen dabei, es sind kleine, es sind große Partikel dabei. Und es ist einfach nur wunderschön. Ich liebe den Look gerade voll. Er ist richtig hübsch. Wirklich. So, da bin ich zurück und ich habe noch was von der Blush-Palette auf die Lippen geschmiert. Und guck mal, jetzt haben wir hier einmal gefuscht mit einem Lidschatten. Was heißt gefuscht? Wir haben sogar herausgefunden, ob das geht oder nicht geht. Und es geht. Es ist jetzt keine Garantie, ob das 9 Stunden halten wird oder nicht. Ich finde dieses Rosé, das Braun mit dem Fireball, das ist so harmonisch schön. Wirklich Wahnsinn. Ich bin sowas von zufrieden. Wir haben so viel, finde ich, rausgeholt aus den Produkten, die wir haben. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Wir machen es kurz und schmerzlos. Ich kann mich bei vielen Sachen bei Kati auf jeden Fall anschließen. Und das sind die beiden Stücke. Die finde ich wirklich klasse. Ob das seinen Preis wert ist, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde das sehr, sehr, sehr viel Geld und ich kann mir das auch so nicht einfach leisten. Aber das sind einfach tolle Produkte, die für mich gut funktionieren. Die Chrome Flakes
Oh mein Gott, ist das auch ein Eyecatcher für sich. So wie auch der hier, Obsession Twin Flames. Ich muss ja sagen, auch die Farbe von der Kati ist so voll meins. Wir haben die Black Week, wir haben Single Days hier, wir haben so viel Angebote und Rabatte. Vielleicht ist das ein oder andere auch noch reduziert. Bleibt gespannt, wir haben tolle Sachen im November. Auch Purewitch bietet ganz, ganz tolle Aktionen an. Ich freue mich sehr. Weiteres dann in der Story, wenn es dann soweit ist. Ja, das ist Spielerei. Es macht einen super schönen Effekt, definitiv. Ist für mich aber kein Must-Have. Und ganz ehrlich, diese Balms, ich mag den Universal. Was ich mit der 1 mache, weiß ich noch nicht. Aber ich mag den Universal sehr gerne. Man hat gesehen, ich habe den Boden da berührt. In meinem Alltag, über die Stunden, hat er mir gut geholfen, nicht zu ölen. Und mit der richtigen Foundation hatte ich ein sehr, sehr schönes Ergebnis. Muss ich fairerweise sagen. Die 1 ist wirklich voll für den Arsch. Und die Colorfix, Freunde. Ich hoffe, ich konnte dir auch noch zeigen, euch zeigen, dass du auch damit was ganz Einfaches kreieren kannst. Auch was Weiches. Es kommt nur auf die Menge an. Sei ganz sparsam. Geh lieber nochmal rein. Geh mit einer weichen Hand drüber. Du kannst sie so schön ausblenden. Man hat es gesehen. Ich habe jetzt hier so ein bisschen auf der Wasserlinie noch gehabt, darunter. Was soll ich euch sagen? Guckt euch diesen Colorfix hier in der Mitte an. Welche Farbe ist das dann? Ach ja, Alien habe ich gesagt, ne? Nur so als Eyecatcher. Eine Farbe auf dem Lid und ein bisschen drauf tupfen, wie wir es auf dem Handrücken gemacht haben. Und das funktioniert, Freunde. Und auch das ist, finde ich, voll alltagstauglich. Es ist halt so ein kleines etwas, ein Pop of Color, ein kleines bisschen Glitzer mehr in deinem Leben, finde ich, was nochmal das Make-up versüßen kann. Kann aber auch für den einen oder anderen schon too much sein. Also, lass ich nicht belabern, weil das tut schon wieder viel zu viel. Also, gucken wir nochmal rein, ob die Kati was zu sagen hat. Ja, sie hat noch was zu sagen und das hören wir uns auch noch an. Was ich insgesamt sagen kann, ich hatte eine sehr hohe Erwartungshaltung, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe mich so doll auf diesen Blur Balm gefreut, weil ich auch so interessiert daran war, wie dieses Puder-Finish sich nachher anfühlt. Also wie dieses Liquid-to-Powder-Finish oder Balm-to-Powder-Finish quasi funktionieren soll. Und ich kann dazu nur sagen, Leute, investiert das Geld nicht in dieses Produkt, lieber in eins von den anderen. Also ich persönlich komme damit gar nicht zurecht. Seht ihr? So ist das und ich mag das Universal schon. Nachkaufen, nein, wir haben gute Alternativen. Der Putty Primer oder so, da auch sie sagte was von Milk, ne, gibt's immer. Günstig geht auch meistens immer. Aber bei mir funktioniert es. So hat jeder seine Vorlieben, jeder guckt auf was Bestimmtes. Der eine mag gerade die Base-Produkte. Ich bin eher so, gib mir das drumherum, ne, so eine Base, die kriegen wir auch schnell zusammengestellt mit anderen guten Sachen. Ich wüsste jetzt nicht, was bei dieser Foundation so viel krass anders sein muss. Es gibt viele Serum-Foundation, auch günstigere, aber diese Sachen halt, die findest du nicht so in dieser Qualität und ja, finster einfach seltener, wo ich sage, da würde ich dann eher für mich persönlich, wenn ich mir was hole, mehr investieren. Ich glaube, die Colorfix gehen auch vom Preis, aber wie gesagt, ich bin nur eine, ich kaufe auch nur mit Rabattcodes und sparen, wo man kann. Und ich freue mich wirklich jetzt sagen zu können, wir haben das Video durch, weil ich fand das herbe aufregend, herben spannend. Ich habe selber für mich neue Sachen probiert, rausgefunden. Ich wollte euch zeigen, wie einfach man doch auch mit so krassen Sachen umgehen kann. Da erschreckt man sich ja vielleicht erstmal. Finde ich gar nicht so extrem. Hier seht ihr das nochmal. Und auch die Base hier und hier. Wie gesagt, mit dem hier, ich habe mir die nicht so schön gesetzt. Sieht man jetzt so erstmal gar nicht. Aber die 1 ist für mich das Einzige, wo ich hier wirklich sage, nee, geht gar nicht. Ne? Sonst, wir haben viele Produkte, für mich viele Produkte. Ich freue mich, dass ihr da wart. Wenn das Video von dem Format so interessant war, lasst mich das wissen. Wir haben Katis Meinung, wir haben meine Meinung, wir haben verschiedene Looks, wir haben verschiedene Techniken angewandt. Sie hatte Ideen, ich habe es mal ausprobiert. Wir haben noch mehr sammeln können. Ich finde das richtig, richtig toll und ich hoffe, es hat dir auch was gebracht. Und wenn ja, like gerne das Video, lass einen Kommentar da. Wenn du mal rumschnüffeln willst, hier ist mein Kanal. Geh gerne mal gucken. Links und rechts findest du auch weitere Videos. Und ich würde sagen, bis bald. Ciao.